Hallo? Hallo! Wie bitte? Natürlich ist der Preis berechtigt. Was soll das denn? Nein, 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 nein. Mein Auto ist ein Schmuckstück. Da ist irgendwie nichts kaputt, da sind keine Kratzer dran. Also der Preis ist auf jeden Fall mega berechtigt, okay? Mein Auto angucken, klar. Wie jetzt? Also heute? Nee, 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 also heute, das geht gar nicht. Das ist ein bisschen ungünstig. Vielleicht so in 3, 4 Tagen oder so. Dann hätte ich auch Zeit. Ich bin nämlich mega busy. Alles klar. Ja, ciao. Julian? Julian, wo bist du? Julian, kannst du mal kurz kommen? Tanja, was ist jetzt schon wieder los? Und zwar, das Auto kennst du ja, ne? Das ist ja mein altes Auto und ich würde das gern verkaufen. Und das Ding ist, jetzt hat die eine Frau mich angerufen und meinte, dass der Preis viel zu hoch ist. Und sie wollte sich das jetzt anschauen, aber ich kann ihr das Auto nicht so präsentieren. Ich habe ja schon so ein bisschen geflunkert, weißt du? Und jetzt wollte ich das auf Vordermann so ein bisschen bringen, dass ich auch so viel Geld wie möglich kriege. Völlig klar. Ich helfe dir. Ich sehe da vorne, züchtest du schon ein Biotop? Da wächst ja, ein Bäumchen. Da wächst sogar eine Pflanze. Da hast ein bisschen Autoscooter gespielt und hier die Fettdapser. Ja, also hilf mir. Von innen auch nicht viel besser. Ja. Also den Preis, den du dafür aufgerufen hast, ist so nicht gerechtfertigt. Ja, aber ich will es haben. Wir kriegen es hin. Hammer. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal vorne mit deiner Felge an und mit dem Reifen dann. Du warst ja schon in der Waschanlage. Ja. Das ist das Wichtigste. Zuerst einfach mal in die Waschanlage fahren, dass der gröbste Dreck runter ist. Und du siehst aber hier überall ist der ganze Bremsstaub ja noch drauf. Ja, ne? Ja. Und dafür nehmen wir einen Felgenreiniger und sprühen das Ganze mal ein bisschen ein. Du sprühst es einfach auf, lässt es dann ein bisschen einwirken. Sinnvoll ist sowas natürlich vor der Waschanlage noch zu machen, weil dann das noch mehr weggeht. Ja, dann brauchst du nur noch weniger nachpolieren. Jetzt können wir auch schon probieren und du siehst. Schön. Du siehst auch hier. Jetzt geht wirklich der Schmutz richtig komplett raus. So, Tanja, schau her. Trotz, dass du in der Waschanlage warst, sieht das Ganze so aus. Und nachdem die Felge dann einigermaßen wieder ausschaut, gibt es noch so eine Reifenpflege. Du solltest das jetzt nicht unbedingt auf die komplette Fläche des Reifens machen, vor allem nicht so unbedingt auf die Lauffläche. Ist jetzt nicht schlimm, wenn ein bisschen was draufkommt, aber genauso auf die Bremsscheibe solltest du es nicht tun, denn das Ganze hat ja schon leicht schmierige Wirkung und das wäre ein bisschen kontraproduktiv, wenn du jetzt hier das frisch einsprühst und dann auf nasser Straße fährst, wäre es ein bisschen geschnitten Fahrt. Als nächstes würde ich vorschlagen, kümmern wir uns mal um deine Scheiben. Mhm. Dafür einfach einen Scheibenreiniger. So, und jetzt gibt es noch einen Tipp. Und zwar, das macht so gut wie keiner. Die Scheibe runter machen und dann hier oben den Saum auch noch mal mitmachen. Ja, sehr schön. Von außen kümmern wir uns jetzt mal um die Fettdapser. Ja, diese Fingerfettabdrücke. Genau. Und generell, dass der Lack wieder ein bisschen schöner ausschaut. Genau, ein bisschen glänzt. Mhm. Dafür nehmen wir eine Politur. Die tun wir auf so einen Schwamm, so einen Auftrageschwamm. Okay. Und reiben das Ganze erstmal im Prinzip nur so großflächig ein. Man sollte einen Bogen um die Plastikteile machen. Und jetzt darfst du es gerne mal auspolieren. Genau. Okay, cool. Wie lange muss ich das machen, Julian? Solange bis die Politur weg ist, ja genau. Man muss ja auch wirklich mit ein bisschen Druck auch an die Sache rangehen. Aber du siehst, einwandfrei, es geht super weg. Ja, cool. Normalerweise würden jetzt viele auch noch eine Motorwäsche machen. Allerdings kannst du dafür auch unseren Reifenschaum hernehmen. Du kannst einfach so die Plastikteile damit so ein bisschen besprühen. Ja. Und du wirst sehen danach. Sieht es wieder schön aus und glänzt. Ruhig ein bisschen üppiger. Ja? Mhm. Okay. Und danach nehmen wir einen Lappen und wischen das Ganze noch ein bisschen ein. Und du siehst, sieht auf jeden Fall sehr aus schön wie neu. Aus. Gepflegter, auch die Farbe ist viel intensiver. Ich würde jetzt erstmal anfangen mit Staubsaugen. Also das wollte ich ja sowieso schon machen, eigentlich bevor du kommst, aber ich kann das jetzt mal ratzfatz machen.
Als nächstes würde ich jetzt mal die komplette Einstiegseinheit richtig schön sauber machen. Mhm. Was sprühst du da jetzt drauf? Das ist der Glasreiniger, genau. Oh, okay, cool. Den kann man halt dafür auch hernehmen. Mhm. Da würde ich allerdings halt nicht groß sparen, sondern schön drauf sprühen. Mhm. Oh, das sieht wieder viel schöner aus. Mal sowas vergisst man auch. Ja, sowas, ne? Wenn man normal nur in die Waschanlage fährt, gell, dann macht man sowas eigentlich gar nicht. Wenig Arbeit, großer Effekt, ja, wenn man die Tür aufmacht. Stimmt. Ich würde jetzt gerne die Armaturen hier alles so ein bisschen sauber machen, weil das sind einfach so Kleinigkeiten. Ich glaube, darauf würde die Käuferin auch drauf achten. Und ich würde das jetzt einfach gerne mal alles so ein bisschen putzen, dass es einfach glänzender und schöner aussieht. Jawohl, da haben wir auch ein Spray für dich. Ah, oh, danke. Bitte schön. Danke, danke. Und ein Tüchle. Mhm. Jetzt habe ich noch einen Tipp für dich. So kleine Löcher zum Beispiel oder so kleine Ritzen, da kommt mir ja schlecht mit dem Tuch an. Und deswegen nehme ich mir mal so einen Q-Tip, ja, mache das dann vorher ein bisschen nass mit dem Spray. Dann kann ich das hier so schön sauber machen alles. Das ist echt eine verdammt gute Idee. Ich habe noch einen Tipp für Raucher. Du wunderst dich jetzt, warum habe ich eine Schale hier, ja, mit Kaffeebohnen? Nein, ich werde jetzt keinen Kaffee machen. Kaffeebohnen neutralisieren quasi, ja, wie sagt man, den Geruch, genau. Das heißt, man steckt die Schale hin mit den Bohnen, lässt das 1, 2, 3 Tage stehen und dann riecht es einfach angenehmer. Ja, jetzt macht die Kaffee auf jeden Fall wieder was her. Meinst du, ich kann da ein paar Euros jetzt mehr haben? Bling, bling, baby. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Dann lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da, was wir für euch noch anderes machen sollen. Liked das Video und abonniert den Kanal. Auf dieser Seite kommt ihr zu anderen Folgen von uns. Tschüss!